Heute nehme ich euch mal mit zu einer ganz spannenden Finca-Besichtigung. Und zwar ist das keine normale Finca, sondern es ist eine Hotel-Finca. Und diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich schon seit längerer Zeit auf der Suche bin nach einem kleinen Hotel, also tatsächlich nach einer Hotel-Finca. Und wir schauen uns heute mal an, was wir hier so gezeigt bekommen. So, wir sind jetzt angekommen hier. Ich habe heute eine Begehung hier eines Hotels, eines kleinen, aber feinen Hotels mit 16 Betten. Das steht hier altersbedingt, soll das aufgegeben werden. Das heißt, es soll die ganze Firma, die GmbH, verkauft werden, mit dem laufenden Geschäft sozusagen. Und wir schauen uns das mal an und werden uns dann nachher darüber unterhalten, ob es rentabel wirtschaftlich interessant sein kann und unter welchen Voraussetzungen. So, Besichtigung vorbei. Hotel ist klein, aber fein. Man muss natürlich berücksichtigen, sie haben zwei Leute Personal. Wobei ich sage, zwei ist das Minimum hier, würde ich sagen. Im Moment keinen Küchenbetrieb, keinen Restaurantbetrieb, allerdings die Lizenz. Frühstück ja. Ja, ihr habt jetzt einige Zimmer hier gesehen, 180 bis 230 Euro pro Nacht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt, ob ihr buchen würdet zu so einem Preis und ob ihr das spannend findet. Und wie euch das Projekt an und für sich gefällt. Was kann man sonst noch sagen? Wir sind jetzt nicht allzu weit vom Meer entfernt. Das heißt, man kann 20 Minuten ungefähr fußläufig auch hier direkt ins Meer gehen. Obwohl, ich würde sagen, wenn jemand hier im Tramuntana-Gebirge Urlaub macht, dann ist es wahrscheinlich jetzt nicht der typische Beachkunde, sondern eher jemand, der einfach das Wandern schön findet, vielleicht das Klettern schön findet und die freie Natur gerne genießt. Ja, solche und ähnliche Projekte werden mir laufend offeriert. Wenn du Interesse hast an solchen Objekten, dann kannst du mich auch gerne mal in den Kommentaren anschreiben. Und sonst würde ich euch jetzt mal mit ein paar Eindrücken hier nochmal alleine lassen. Bisschen Orangenbäumchen, Zitrusbäumchen und einfach mal die Gegend genießen hier rund ums Tramuntana-Gebirge.